Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Ja, oh, zwei Leute haben den Clan verlassen. Na, 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 Gian, das geht aber nicht. Und Tim FC auch, ja. So, womit wollte ich denn mal anfangen? Also, ihr seht vielleicht, ich habe ein bisschen das Dörfchen ausgebaut bezüglich der Mauern. Ich habe einige noch abgegradet auf Level 6. Bin gerade dabei, meinen Blitzzauber auf Level 4 abzugraden. Hier wird gerade die Zauberspruchfabrik abgegradet und noch hier eine Kanone. Das sind so die Bauarbeiten, die ich momentan mache. Meine Armee ist gerade noch dabei zu rödeln. Was habe ich denn bekommen von euch? Vier Barbaren von Level 2, vier Barbaren Stufe 3. Eine Riesen und einen Mauerbrecher. Okay, Mauerbrecher habe ich definitiv genug. Ich farme momentan nur. Denn wir haben die dritte Bauhütte. Wo ist sie denn da? Wir haben die dritte Bauhütte und können deswegen endlich diese ganze Levelei, das ganze Gelevele mal sein lassen. Ich habe ja wirklich zwanghaft versucht, mich auf 1250 zu leveln. Habt ihr dann geschafft. Ja, das ist jetzt erstmal vorbei. Ich habe zwei Juwelen gefunden. Habe ich sonst noch irgendwo ein bisschen Müll? Was ist das denn da? Wo steht denn das da rum? Mysteriös. So sollte das ja eigentlich nicht. Na egal. So. Das lassen wir mal da stehen. Vielleicht können wir hier noch einen Baumstamm eben wegmachen, solange wie wir jetzt warten, dass wir mal einen Angriff gestartet bekommen. Wie sieht's denn aus? Oh, noch den. Aber der ist gleich eh voll. Deswegen produzieren wir schon mal ein paar neue Einheiten nach, würde ich mal sagen. So, drei davon. Und hiervon brauchen wir auch noch ein paar. Mauerbrecher ist momentan auch auf Level 3 übrigens, den habe ich auch abgegradet. Das Rathaus ist immer noch auf Level 6, weiß ich nicht, wie empfehlt ihr das? Ihr seid wahrscheinlich dagegen, dass man jetzt schon hochgeht auf Level 7 beim Rathaus, ne? Naja, mal gucken. Würde mich, glaube ich, 1,2 Millionen kosten. Ja, gut, da müsste ich ein bisschen für sparen, aber das wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ich denke mal, wir machen heute auch auf jeden Fall eher eine kleine Turbo-Runde. Und wollen dann vielleicht, dass ich dann vielleicht die Tage nochmal ein paar mehr Dörfer zeige. Denn wenn man wirklich zu viele Dörfer zeigt, ist ja auch nicht so gut. Wir gucken mal, wie wir das am besten machen. Oh, ich wollte eigentlich im Hintergrund noch Pro Evolution Zocker rendern. Haben wir jetzt ganz vergessen. Und unsere Kaserne ist voll. Na gut, dann greifen wir mal an. Ich gehe, wie gesagt, erstmal versuchen, nur auf Ressourcen zu gehen. Und wie gesagt, wie immer, also überspringe ich jetzt mal die Suche nach dem Gegner. Bis gleich. Ah, ganz kurz, eine Meldung, guckt euch mal diese geile Base an. Ich glaube, die muss ich angreifen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das ist doch echt. Wie kann man denn so eine Base bauen? Gibt's doch gar nicht. Ist die Frage nur, wie greife ich sie überhaupt an? Hier ist eine Ecke, wo ich vielleicht... Da waren meine Mauerbrecher ja schon einigermaßen aktiv. Mal gucken. So. Würde ich sagen, verteilen wir unsere Riesen mal so ein bisschen hier rum. Sorgen mal für ein bisschen Verwirrung. Greifen jetzt hier schon mal ein bisschen an. Oh, das sollte so natürlich nicht. Moment. Ja, ansonsten kann ich ja gar nichts machen eigentlich großartig, ne? Also die Kanone ist jetzt kaputt. Hier oben gleich. Ich bin auch noch im Überlegen, ob ich überhaupt meine zusätzlichen Truppen brauchen werde, die ich von euch bekommen habe. Mal gucken. Ey, brauche ich glaube ich gar nicht. Nee. Im Clan ist, in der Clanburg ist ja auch nichts drin. Von daher, weil es ist, ich werde mir auch die Mauerbrecher noch sparen. Von daher haben wir eigentlich eine ganz, finde ich, für den Aufwand eine ganz gute Beute gemacht. Da guckt euch das mal an. Die Basis ist im Grunde voll für den Arsch. Der Typ ist ja auch schon Bronze Level 1, also. Keine Mauern, er hat schon Mauern, aber die hat er alle für die Kanone ausgegeben. Eine sehr, sehr verrückte Base. Sehr verrückt. Natürlich wieder viel zu viele Truppen aufgewandt, ey. Das kann ich nie richtig einschätzen. Ich hätte nicht so viel auf einmal losschicken sollen, glaube ich. Na egal, da fahren wir jetzt auch 100%. Gleich, wo hat er denn noch was? Na, da oben hat er noch ein... Dann noch jeweils zwei Lager von der Armee. Naja.
Sollte euch vielleicht eine Lehre sein, wenn ihr das hier seht. So sollte man definitiv das Lager nicht aufbauen. Das geht dann in die Hose. Ihr seht es, ich bin an einer Stelle reingegangen und sofort war es kaputt und ich habe auch viel zu viele Truppen überhaupt benutzt, um das mal kaputt zu machen. Ich hätte mir echt viel sparen können. Ich habe jetzt zwar schon ein paar gespart, aber na gut. Für den Aufwand war es noch okay. Dafür, dass es ja wirklich so ein extrem einfacher Gegner war, war es wirklich noch einfach. Und ich würde sagen, wir versuchen einfach noch gleich noch einen kleinen Mini-Angriff. Weiß ich nicht, ob ich den noch hinkriege. Das ist nicht so ganz so gut. Wir gucken einfach. Ich habe vielleicht noch einen guten, den ich euch noch zeigen kann. Angriffslog. Da habe ich nämlich verloren. Ah, den einen habe ich, den habe ich verloren. Den bei Logan habe ich verloren, weil ich da einfach nur eine Einheit gesetzt habe und nichts gesnackt habe, weil ich runter wollte. Habe ich denn noch einen guten? Ah, der war gut hier. Gegen Dendrobium. Ah, die kann ich nicht mehr angucken. Das ist scheiße. Ansonsten habe ich eigentlich so weit. Könnte vielleicht. Ja, wobei. Verteidigungslog, ich habe eben mal verloren. Hm, da habe ich gewonnen. Gegen Stumbling Giant habe ich gewonnen. Gucken wir mal. Nein, nicht Wiederholung teilen. Wiederholen. Gucken wir mal, was da mal los war. So, da ist meine Basis. Da war ich noch am Bauen an meinem Türmchen und an meinem Goldlager. Hatte ich noch echt viel verfügbare Beute. So, er geht, greift von da an. Dann kommt jetzt meine... Kommen jetzt gleich meine... Minenwerfer. So, die eine Kanone hat zum Glück noch überlebt. Da vorne greift er jetzt mit den ganzen Bogenschützen an. Die sind aber relativ anfällig für den Magierturm. Ihr seht es ja. Also die fallen relativ schnell. Zack, da sind wieder die nächsten weg. Ah, da ist er durchgebrochen. Jetzt versucht... Ah, sind... Was ist ein Blitzzauber? Versucht das jetzt natürlich mit seinen Goblins noch rumzureißen. Geht jetzt an mein Elixierlager dran. Snackt sich auch echt relativ viel Elixier, das muss ich zugeben. Aber... Moment. Das war's dann auch gleich schon, ne? Müsste jetzt das gleich eigentlich schon gewesen sein. Da oben ist er noch am Rödeln mit einem seiner Barbaren. Ist er noch an meinen Kasernen zugange. Aber soweit, wenn jetzt nichts mehr kommt, müsste das eigentlich gewesen sein, würde ich mal sagen. Natürlich genau an der Stelle auch noch angegriffen, wo ich meinen Level 3 Magierturm habe. War vielleicht auch nicht so seine beste Idee, die er da hatte. Ja. Hat vor allem, na gut, er hat relativ viel von meinem Elixier gesnackt, aber allerdings dafür kaum Gold. Das ist doch schon mal gut. Und würde ich sagen, mit dieser Schlacht, die ich euch gezeigt habe, gehen wir jetzt wieder zurück. Und damit beende ich jetzt auch schon meine Aufnahme für heute. Einfach mal so zwischendurch mal wieder was gemacht hier ein bisschen. Ansonsten wird es einfach zu lange dauern. Was gibt hier noch Neues? Da kommen wir spenden noch ein paar Truppen. Das kommt ja auch immer gut. So, gibt es sonst noch irgendwas? Lakaien oder Heiler habe ich jetzt natürlich leider nicht für dich. Aber ich meine, bevor aber gar keiner was spendet, können wir das auch eben machen. Damit wir das mal ein bisschen hochtreiben, weil wir da ja noch relativ weit zurückliegen in der Statistik. Aber auch noch ein paar von den Kobolden und von den Bogenschützen zusammen. Noch ein paar von unseren Riesen. Und ich weiß nicht, ob ich meine Kaserne upgraden soll. Dann könnte ich mir zwar... Ich brauche gar nicht so viel hiervon. Könnte ich mir zwar noch einen Heiler holen, aber ich habe eben gehört, der wäre nicht so gut. Naja, probieren wir es mal mit... Graden wir hier nochmal ein Ding ab. Ding, ding, ding. Ich hab immer noch nicht, bin immer noch nicht ganz zufrieden mit dem hier unten irgendwie. Nein, jetzt habe ich die Mauer schon wieder verrückt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Vielleicht mache ich das auch... Nee, Moment. Das ist auch scheiße, weil dann... hast du im Grunde da trotzdem noch einen Durchgang, weil das nicht reicht vom... Von der Breite her. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es erstmal so, wie ich es jetzt hier habe. Und deswegen... Oh, das kleine Blumenbeet. Das habe ich mir auch noch gekauft. Können wir mal hier noch hinstellen. Als Deko. Wobei, warte mal. Ja, eine andere Idee noch. Die stellen wir noch hier vorne hin. Ich lasse es aber erstmal so.
ist jetzt auch erstmal egal. Und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder in einer neuen Folge von Let's Play Clash of Clans. Bis dahin, tschüssi.